packende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Johnny meint. Der Johnny Maroschwöldi, langjähriger Trainer der Ringerriege Hergesil und fundierter Kenner der Ringerszene, analysiert exklusiv für Telenaftere Zentralschweiz die laufende Saison. Am Samstag hat Hergesil gegen Chriesern relativ knapp 13 zu 17 verloren. Ebenfalls am Samstag hat Willisau gegen Freiamt hauchdünn 19 zu 17 gewonnen. Längen die zwei Punkte Vorsprung für Bronze? Der Johnny hat das Duell genau unter die Lupe genommen und fundiert analysiert. Der Johnny meint. Letztes Wochenende ist es beginnen für gute Premierliga für den Finalkampf. Ringerige Hergesil gegen Ringerschaft Pjessen. Klar ist der Favorit für Pjessen, aber ich wurde schon gesagt, vielleicht das schon merken für die Saison, Hergesil ist immer noch nicht möglich eingraben, ist immer noch habe für Mut für die Mannschaft und habe immer noch viel Potenzial für die Mannschaft. Aber leider, das nicht ganz hundertprozentig zeigt, für diesen Kampf etwas gezeigt, aber nicht genug sie für gewinnen. Schnell gehen für Einzelkampf. 57 Kilo Freistil, Jungo Pascal gegen Wildurs. Ist klar, ist beides so sagen relativ alter Fuchs. Wildurs ist 10 Jahre jünger. Jungo Pascal ist schon 40 Jahre dieser Jahr ist 40. Jungo Pascal besser beginnen. Wir haben 3-4 gute Beinangriffe, aber das ist schon gut abgewehrt für Wildurs und für Ende 6-0 Punkte sie gewinnen. Das ist schon ein bisschen schmerzhaft für Hergesil wegen Pascal leider nicht diesen Punkt machen. Der zweite Kampf, Greco, 130 Kilo Greco, Koriz Akos gegen Uther Philipp. Akos ist sehr gut beginnen. Erstes Mal machen ein Punkt für Uther Philipp wegen Passivität. Wenn er Akos Kurica zieht einen Shooterwurf. Aber nachher für die zweite Runde ist die Kondition ist nicht genug. Und nachher drei Verwarnung kommt und dritte Verwarnung beim Gehen oben. Ist schon gemacht ein gut Gehen auch für Uther Philipp. Leider so ist es für Akos viel zu viel verloren. 2-2 Mannschaftspunkt für Kriessen. Das heißt noch erste zwei kommt, ist 4-1 führt für Kriessen. 61 Kilo Greco, Wiesler Thomas gegen Gabor Molnár, das ist eine ungarische Verstärkung für Wiesn. Diese Jahre machen für 57 Kilo, 61 Kilo und 65 Kilo. Und bis jetzt ist alle kaum gewonnen. Aber nur bis jetzt. Gegen Wiesler Thomas sehr gut aufstellt, taktisch auch, mental auch. Und nachher 5-1 Punkt Sieg gegen Gabor. Das ist die erste Überraschung für diesen Abend. 97 Kilo Freistil, Supiger Martin gegen Hütterür. Supiger Martin wie vorher auch. Er probiert immer 3-0 gewinnen. Und wenn sehen für Chance, etwas riskieren und probieren technische Überlegenheit, dann vielleicht durch Hütter. Aber sehr gut gerungen. Aber 9-0 Punktsieger, 13-0 gewinnen für Mannschaft.
65 Kilo Freistil, Hoder Marco gegen Dietschemark. In der Vorrunde Dietschemark 10-2 gewinnt die Hoder Marco. Aber jetzt ist die Hoder Marco besser beginnen für Gomp. Machen im Bejag eine Viererwertung. Und das bis Ende schon wie es zu verteidigen, 4-3 gewinnt. Das heißt, es für Pause-Resultat ist es sehr gut für Ergisli, 8-7 für Ergisli. Er nach der Pause kommt der erste Kampf 86 Kilo Grekus und Thomas gegen Dietsche Damian. Leider, dass nicht so rauskommt für Ergisli, wie geplant oder erwarten. Super Thomas 7-3 gewinnt. Aber leider, das ist nur 2-1 Mannschaft. Aber das auch schon spüren. Die letzte zwei Wochen bringt für Halbfinale sehr große Vorteil für Weitergehen. Und für abtrainiert, das ist schon merken für die letzte Wochenende auch. Selbst 180 Kilo ist nicht so stark wie früher. Aber ich hoffe, dass nächste Woche schon wieder für alte Supergern Thomas sehen. 70 Kilo Greco, Grüter Martin gegen Syrienko Sergei. Syrienko Sergei ist ukrainische Verstärkung für PSM. Diese Saison ist alles kaum gewinnt. Sehr viel mal technische Überlegenheit. Dort ist für Cilsi, für Ergisir, für Grüter Martin mit 4-0 verloren. Dann geht vielleicht probieren, machen wir einen Punkt. Leider, das klappt nicht. 8-0, Einzelpunkt. Gewinnt für Sergei Syrienko diese Mannschaft mit 0-3. Er hat 80 Kilo Freistil, Jungo Benno gegen Becsár Tobias. Jungo Benno ist, ehrlich gesagt, es ist 5 Minuten 50 Sekunden sehr gut gekämpft und letzte 10 Sekunden leider abgeben für 2 Punkte. Das heißt, man hat nicht 2-0 gewinnt für Mannschaft, nur 2-1 Mannschaft. Er leider 74 Kilo verloren für Ergisli und das ist schon entscheidend für Kampf. Wegen dort ist 5-1 Punkt bringt für Kriessen und genau diese Differenz fällt für Ende für Ergisli zu gewinnen. Nicht erstmal Island Enchik gegen Karkiskiven 5-0 verloren. Das gleiche Situation sieht die Jungubeno auch 10 Sekunden, 15 Sekunden für Ende vielleicht noch 2 Punkte abgeben. Das heißt, Graf Steven 2-0 gewinnt, 3-0 gewinnt, aber das auch sehr stark mental für Steven. Wegen 15 Sekunden für Ende auch schon probiert etwas machen, das klappt und das ist noch eine Mannschaft und verdient. 74 Kilo Greco, Stademann Patrick gegen Becsár Ramon. Das ist eine ganz ungewöhnliche Situation, aber wegen dort führt schon 3 Punkte, 15-12 für Essen. Und ich habe mal Patrick schon gesagt, ja, probiere Schultere oder mindestens 3-0 gewinnen. Aber er hat alles riskiert. Leider so ist er 8-6 verloren. Aber Becsár Ramon ist sehr gut gekämpft und sehr gut gerungen. Auch ist auch und konditionell auch sehr stark. 6-1 gewinnt. So, Endresultat ist 17-13 für Essen. Aber das Finale ist immer so laufen, best of 3, das heißt, es ist mindestens 2 Kampf muss gewinnen. Das heißt, am nächsten Woche gewinnt für Ergisli, dann erhaben einen Titelkampf. Und wenn wir gestern gewinnen, dann erhaben auch Schweizer Meister. Aber ich hoffe, es habe nächste Woche einen sehr interessanten und spannenden Kampf und gewinnt für Ergisli. Und nachher habe für Ringerfen noch eine dritte Chance für das Finale sehen. Und gleiche Tag, letzten Samstag auch Willisau gegen für Freyamt zu Hause. Freyamt ist sehr stark aufgestellt, aber Willisau ist mental stärker und schon 19-17 gewinnt. Schnell gehen über für Einzelkampf. 57 Kilo Freistil auf der Saddam Ortega. In Geläutert Nino 3-10 verloren, 3-1 und für Geläutert Nino. Ortega 1-0 führt, aber nach Geläutert Nino sehr gut gekämpft.
Und wie vorher gesagt, es ist jung, der Ringer und der 12. Kampf, 10. Sieg, das ist der überragende Saison für Nino. 130 Kilo Greco-Coach gegen Scherer Samuel gegen Zuzuk Roman. Scherer Samuel gewinnt 4-2, aber so ist auch für Ende, letzte 5 Sekunden, wir machen in der Zweierwertung, das ist 2-1 Punkt für Lissau. Dort so ist Resultat 4-3 nach 2 Kampf für Bayern. 61 Kilo Beko, Zeder, Timon gegen Arte Fuchs Wittomas. Und der Tag ist sehr gut aufgestellt. Und beides haben für Möglichkeiten für Boden. Wegen André ist passiv sie. Beides nicht wissen nützen. Aber Zeder, Timon nach einem Stand ist besser aussehen, besser vorzeigt. Und er kommt noch eine Verwarnung für Wittomas. Wieder entscheidet für Kampf 1 und gewinnt für Zeder und das 2. Mannschaft und für Wieso. 97 Kilo im Freistil Reichmut Stefan gegen Gutner Pascal. Stefan ist sehr überragende Kampf machen. Gutner Pascal gar keine 1 Sekunde die Chance haben. Das technische Überlegenheit gewonnen 16 zu 0. Für die schon 5 Punkte für Lissau. 65 Kilo Freistil, Bosset Lukas gegen Fokrandi. Das ist genau umgekehrt läuft. Fokrandi sehr gut schaffen. Bosset Lukas leider ist keine Chance. Die technische Überlegenheit gewonnen 16 Minuten. Ungefähr eine halbe Minute für Ende ist die technische Überlegenheit. So ist für Pause-Resultat, Lissau führt 9-8 für Pause. Nach Pause kommt ein entscheidender Kampf für diesen Abend. 86 Kilo Greco, Bosse Dominik gegen Stier Emanuel. Bosse Dominik sehr gut gerungen. Vor Ende ungefähr 40 Sekunden führt 7-0. Aber nachher Stier Emanuel sozusagen ein unnötiges Risiko nehmen. Deswegen der Schiedsrichter wollte verwarnen für Bosse Dominik und nachher haben wir Chance für Boden etwas zu machen. Aber er probiert einen Kopfklammer, aber das Kontrakt für Bosse Dominik und gerade schüttert. Und zu mir ist so aussehen, dieser Kampf entscheidet für den ganzen Kampf für Samstagabend. Für mich so. 70 Kilo Greco, einige Roger, gegen Stelbu Pascal. So ein bisschen Überraschung. Stelbu Pascal dieses Semester mal abtrainiert für 70 Kilo. Er bringt eine sehr gute Leistung. Klar, erst mal abtrainiert für 70 Kilo. Mit 5-0 gewinnt für Reiniger Roger der Schweiz und die Mannschaft mit 5-3-1. 80 Kilo Freistil. Reichmuth Andreas gegen Webermark. Reichmuth Andreas wie ganze Saison sehr gut die Bank gezeigt. Der erste 2 gewinnt. Gegen junge Webermark und das ist der 2-1 Mannschaft. Nachher kommt eine größte Überraschung für diesen Abend. 74 Kilo Freistil, Portman Tobias, die junge Portman Tobias, 17 Jahre letzte Woche gewohnt für aktuelle Schweizer Meister Freistil für 70 Kilo. Jetzt Junior Schweizer Meister gewohnt für 70 Kilo. Bucher Michi von 10-5. Ein sehr guter Kampf gezeigt. Vor letzter Kampf ist schon 6 Punkte geführt für Lissau, aber Götzmann Cajan ist sehr gut gerungen und technische Überlegenheit gewinnt für Hirschissen und Lissau noch die Abkürzung für diese Forschung für Lissau und er nur 2 Punkte Forschung haben für Lissau. Das heißt, nächster Sonntag ist sehr interessanter Kampf. Machen sicher für 2+, wegen 2 Punkte ist Ringen ist fast nichts, was gleich wie nur noch ganz wenig Vorsprung. Und für letzte Kampf, für letzte Sonntag, Ringerige Einside gegen Ringerige Blumen. Jetzt ist schon Spezialität für Einside. Für Nazi A
10 Kampf, 10 Mal verloren. Aber jetzt zweite Jahre, ein nach dem anderen, nachher für Aufstieg, Abstieg, Kampf, relativ hoch immer gewonnen. Jetzt auch schon gewonnen, 31-8 gegen für Brunnen. Das heißt, ist schon bleibt für Einsieder für Nazi A und Brunnen bleibt für Nazi B. Rückrunde für Abstieg und Aufstieg kommt. Ringerige Einsieder gegen Ringerige Brunnen. 57 Kilo Derer Patrick gegen Abdal Salamaitheim. 14-4 gewonnen von Sieg. Kenin Dani 16-0 verloren gegen Roma Sergio. Das ist einzige 4-0 Siege für diesen Abend zu Brunnen. 65 Kilo Beko, Schönbecher Michi gegen von euch Thomas. 16-0 technische Überlegenheit gewonnen. 70 Kilo Freistil, Neherjan gegen Hengi Jeremias. 16-0 Gewinn für Neherjan, 13-0 Mannschaft. 74 Kilo Greco, Florian Flavio gegen Fuchsemik, technische Überlegenheit gewonnen. Das ist 4-0 Punkt für Einsiedeln. 74 Kilo Freistil, Neherjan schon wieder ringen. Das konnte es nicht ringen für Nazi A, aber jetzt ist schon wieder parat. Gegen Müller Alexander nach 14-0 führt und nachher Schulter gewonnen, 14-0 Mannschaft. 80 Kilo Greco für Bruno gegen Sam Christian, 6-8 verloren. Das ist die zweite Kampfrecke gewonnen für Bruno. Das ist, man wollte für Nazi A gehen, das leider ist zu wenig, nur für zwei Kampf gewonnen. Die Mannschaft. 86 Kilo Freistil, Kur Karl Andreas gegen Alte Fuchs Taylor Beat, sehr gute Kampf gezeigt, 18-2 technische Überlegenheit gewinnen. 97 Kilo Greco, Neersen gegen Fonoif Damian. Fonoif Damian ist sehr guter, talentierter Ringer, aber gute Kampf macht, 96 führt für Neersen, aber ein Shooter für Damian. 130 Kilo Freistil, Lore Roger in der Bits in Florin. Auch Rore Roger 6-3 führt, ein Shooter hat in der Beziehung vorne. Das heißt, Gesamtresultat 31-8. Muss ehrlich sagen, ich ein bisschen länger komme, warten vorher, ich studierte schon stärker für Brunnen, aber das ist sicher sehr Friede für Einsieder. Gegen zwei Kampf beides gewinnt und schon möglich für Ligaia hat. Nächste Jahre sind wir noch dabei für Nazian. Das meint der Johnny. Und was meinst du? Schreib uns deine Meinung auf YouTube oder Facebook und lies, was andere geschrieben haben. Bereits am Samstag ist dann auch das entscheidende zweite Finale. Hergesil muss gewinnen, sonst ist Krieser Schweizer Meister. Alles offen im Duell um Bronze, Willisau mit nur gerade 2 Punkten Vorsprung gegen Freiamt. Wer gewinnt? Nicht verpassen, Prognose vom Johnny demnächst auf dem Sender. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.
Applaus.